soll durch Torwart trainieren. Ich hätte so bis halb sechs, warum? Was soll ins Kino gehen? Was war's denn? Django Unchained. Ach nö, Alex, der Film ist total doof. Ich hätte die Zeit schon vertreiben. Wir sind dabei. Was mit euch? Kommt ihr auch mit? Ja klar. Na Logo, Kino ist immer gut. Okay, dann treffe ich euch zwei Süßen heute Abend halb acht vom Kino. Okay, gut. Dann bis heute Abend. Karin, wir sehen uns. Oh Mann, was ziehe ich heute Abend bloß an? Wie wär's mit deinem neuen Kleid? Unmöglich, da habe ich noch nicht die passenden Schuhe dazu. Schau dir diese Mode ab, ne? Nichts anderes als Klamotten und Windows. Tja, jedem das seine. Sag mal, hast du schon gehört, dass Andrea sich die neuen Bombs gekauft hat? Ey, das ist ja Wahnsinn. Die müssen wir heute Abend gleich ausprobieren. Gute Idee. Komm, schauen wir die. Ich bin auch der Meinung, dass Ganztagsschulen nicht der richtige Weg sind, auch wenn sich der Elternbeirat dafür einsetzt. Ach, hör mal doch mit dem Elternbeirat auf. Ja, völlig verzogene Vorstellung. Die fangen doch tatsächlich einen individuellen Unterricht. Man soll auf jeden einzelnen Schüler eingehen. Völlig utopisch. Allerdings, schließlich habe ich nicht nur eine Klasse, in der ich unterrichte, sondern sechs. Dann müsstest du ja auf 200 Schüler individuell eingehen. Ich ziehe meinen Lehrplan durch und damit fertig. Mehr ist nun einfach nicht drin. Wo soll ich denn die Zeit hernehmen? Na gut, dann ist ja alles klar für heute Abend. Ich habe aber keine Lust auf den Fuß. Werf nicht rum. Du wirst es überleben. Soll langsam los. Boah, ich weiß echt nie, was ihr habt. Mathe ist ein total cooles Fach. Ist neben Physik das Einzige, was ich echt voll drauf habe. Und das ist genau das Fach neben Mathe, was ich überhaupt nicht verstehe. Ja, dann sollte Stefan mal Nachhilfe geben, ne? Nachhilfeunterricht, gute Idee, aber glaubst du, dass es bei euch noch was bringt? Oh, sie reden nicht mit uns. Vielleicht verstehen sie unsere Sprache nicht. Aber das werden sie verstehen. Ist los, Kai, zu blöd zum Laufen? Ihr seid solche Arschlöcher. Das haben wir jetzt aber geguckt. Guck dir die Versager an. Hey, du bist Efi, nicht wahr? Ja. Ich bin Melanie. Sag mal, hast du Jessica gesehen? Nee, hier war niemand. Was liest du denn da? Ach, das ist Shakespeare. Du liest Shakespeare? Ja, ich finde die Sprache gut und die Handlung finde ich auch toll. Ja, stimmt. Das hat schon was. Spielst du auch Theater? Nee, das ist nicht so mein Ding. Du etwa? Ja, ich und Jessica sind in der Schultheatergruppe. Das macht echt Spaß. Wenn du willst, kannst du ja mal bei einer Theaterprobe vorbeischauen. Ja, mal sehen. Hier, möchtest du? Oh, gerne. Da steckt ihr. Habe ich euch zwar gestört? Nein. Ich hab Efi gerade gesagt, sie soll doch mal bei der Probe vorbeischauen. Wie möchtest du? Oh ja, klar, gerne. Aber sag mal, warum sitzt ihr hier so komisch rum? Ach, ich warte auf Kai und Stefan und Melanie hat mir Gesellschaft geleistet. Kai und Stefan? Doch nicht etwa der Kai? Doch. Wir haben sich schon einige Male mit denen gesehen, aber du hängst doch nicht ernsthaft mit denen ab. Doch, Stefan ist mein Freund. Du bist mit dem zusammen? Ja, wieso denn nicht? Ganz einfach. Das sind Versager, das weiß doch wirklich jeder. Die haben ihn gut verstanden. Das stimmt doch überhaupt nicht. Wenn du meinst. Ihr kennt sie doch gar nicht. Woher wollt ihr wissen, wie sie sind? Ganz einfach. Die Versager einfach. Sorry. Ach ja, das ist die Theaterprobe, das kannst du auch vergessen. Jugendlicher ist, der zwischen 14 und 18 Jahre alt ist. Frau May, entweder für drei wichtige Regelungen des Jugendarbeitsschutzgesetzes. Tja, ich denke mal, da war doch was mit der Grundschule. Und arbeiten darf man erst ab 15. Ansonsten. Frau Klee, können Sie hier weiterhelfen? Ja. Naja, man darf nur 5 Tage in der Woche arbeiten. Und die Wochentage sind dann auch geregelt. Und ja, nachts darf man auch nicht arbeiten. Gut, bitte warten Sie erst einmal zu Hause nach Einheit. Wir kommen nun zur Entgeltfortzahlung und den Tarifverträgen. Bitte schreiben Sie mit. Das Entgeltfortzahlungsgesetz bei unverschuldeter Arbeitsunfähigkeit. Infolge von Krankheit wird das Arbeitsentgelt bis zu 6 Wochen weitergezahlt. Bitte schreiben. Ja, Herr Becker. Der Arbeitgeber ist unverzüglich über die Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtliche Dauer zu informieren. Herrlich, welche Freude ist uns heute noch für Ihnen? Entschuldigung, Herr Becker, ich habe verschlafen. So, so, verschlafen. Sie sind doch ein Röschen. Aber es ist sich bestimmt ausgerufen, um die Sammelzeit verstanden, einen Tag nachzuholen. Ja,
Bauarbeitsunfähigkeit ist vom ersten Tag an erstlich dieser Test erforderlich. Ihr Glück, Herr Lesch, dass es nicht mehr verschlafen erforderlich ist. Frau Theiner, welche Art von Tarifverträgen sind bekannt? Schauen wir jetzt wieder in die Tafel. Haben Sie Ahnung, warum Sie jetzt zu uns stoßen? Tut mir leid, wenn ich später noch weiter kam, aber wir hätten auch eine Besprechung gegen das Licht im Spiel mit Herrn Stein. Ich bin das englische Gymnasium. Ja, dann würde ich Zeit versetzen. Bestimmt noch die Besprechung. Ja, schon gut. Das ist ein gut, danke. Okay. Seien Sie da, wenn Sie nachher ein Zertifikat notieren, weil Ihre Aufzeichnungen. Also, wo waren wir? Ach, Herr Weigert, da ein Tarifvertrag nur für Gewerkschaftsmitglieder gilt, werden Sie auch vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales für allgemein gültig erklärt. Lesen Sie bitte Seite 34 bis 38 der nächsten Stunde durch. Das wird teuer sein. Ja, ich weiß schon. Hier, nimm mein Geld. 7. Scheiße. Ab im Knast. Nee, Schatz, kommst du besuchen? Na, ich glaube, ich brenne mit dem Postboten durch. Boah. Na, doch lieber mit dem Staubsaugervertreter. Was haltet ihr davon, wenn wir heute Abend ins Kino gehen? Hey, gute Idee. Nee, ich bin total pleite. Meine Eltern haben mir wegen der 5 Mathe das Taschengeld gekauft. Oh Mann, die denken auch, dass es sich Pleite leichter lernt. Meine Mom meint, da ich jetzt meine Zeit mit Hausaufgaben und Lernen verbringe, brauche ich kein Taschengeld mehr. Naja, da hat sie ja auch recht. Hey, auf wessen Seite stehst du eigentlich? Mal ehrlich, deine Eltern interessiert es wenigstens, was du für Noten hast. Deine etwa nicht? Nein. Dafür haben sie doch gar keine Zeit. Wieso? Naja, mein Dad arbeitet in Schichten und ist nach der Arbeit immer total K.O. Er legt sich aufs Sofa, man darf ihn bloß nicht stören. Und mit 4 Kindern geht eben auch viel Geld flöten, sodass meine Mom auch arbeiten muss. Hey, wie bei uns. Seitdem mein Vater gestorben ist, klappt gar nichts mehr. Er hat uns immer versorgt. Meine Mutter hat ja keine Ausbildung. Ich kann mich noch kaum daran erinnern, aber früher, als ich heimkam, war sie immer zu Hause. Wir haben Mittag gegessen und dann zusammen Hausaufgaben gemacht. Bei mir war zu Hause eh niemand da, weil meine Eltern ihre Karriere nicht aufgeben wollten. Wenn sie eh keine Zeit für dich haben, warum haben sie dich überhaupt gekriegt? Das weiß ich. Naja, meine Eltern täten sich auch leichter, wenn sie nicht 4 Mäuler zu stopfen hätten. Kannst du nicht mit ihnen darüber reden? Wann denn? Sie haben doch gar keine Zeit, geschweige denn, dass sie ernsthaft versuchen, einen zu verstehen. Sie meinen es nicht böse, aber haben halt keine Zeit. Meine Mutter sagt immer, ich soll den Ärger immer aus dem Weg gehen. Als ob es so leicht wäre. Derweil läuft mir der Ärger regelrecht hinterher. Du, Kai? Hm? Trinkt deine Mom noch oft? Ja, manchmal. Warum macht sie das eigentlich? Ja, sie hat 3 Jobs, um uns übers Wasser zu halten. Das wird ihr einfach zu viel. Dann versucht sie es einfach zu vergessen, wie scheiße einfach alles ist. Immer wenn meine Eltern ein schlechtes Gewissen hatten, haben sie was gekauft oder mein Taschengeld erhöht. Wollen sie dich etwa kaufen? Keine Ahnung. Eigentlich wollte ich nur ein Wochenende mit ihnen verbringen, einen Ausflug machen oder frühstücken gehen. Das schnallen die doch nie. Du bist dran, Efi. Ich glaube, ich komme dich doch im Gefängnis besuchen.
Natürlich ist der von Jan. Der ist neu. Er hat einen ganz tollen Glanzeffekt. Stimmt, den habe ich in der Werbung gesehen. Echt? Aber der von Nivea soll auch nicht schlecht sein. Nivea ist nicht so meins. Das erinnert mich immer an die fettige Hautcreme. Oh. Ja, genau. Ja, dann können wir ja wieder shoppen gehen. Stimmt, ist bestimmt schon eine Woche her. Wir waren ewig nicht mehr. Ja. Nein, ich kann nicht. Ich muss auf den Vitamin-Schritt. Schade eigentlich. Oh Gott, Erbarme. Die Freaks. Den würde ein Einkaufsbummel auch nicht schaden. Die Klamotten sind aus dem vorigen Jahrhundert. Hey, ihr zwei. Ja. Habt ihr einen Moment Zeit? Klar, was gibt's? Ja, wir haben euch gefragt, wo ihr die ihre Klamotten her habt. Wieso? Na, die sind so heiß, man muss entweder total verarmt oder bescheid sein, um sich die freiwillig anzuziehen. Oder macht ihr die sogar selbst? Vielleicht aus alten Zeitungen? Euch ist es nicht gefallen. Ach, tut das ja auch nicht. Karin, du hast völlig recht. Sag mal, hast du abgenommen? Nee, wieso? Solltest du aber mal. Geschlagen und getreten. Das war nicht sehr nett von dir. Ich hatte nie darum gebeten. Deine Freunde haben applaudiert. Wow, das war einfach super. Das hat total Spaß gemacht. Jetzt ist einfach der Wahnsinn. Ja, aber wir waren auch nicht übel. Du machst dich gar nicht mal so schlecht am Schlagzeug. Aber mein Gitarrensolo war schon fast meisterhaft. Ja, einfach unübertrefflich. Oh Mann, eine eigene Band. Geile Musik. Das wäre der absolute Hammer. Und wir reisen in ganz Europa, Spanien, Frankreich, Italien. Ja, und wir haben ein Konzert nach dem anderen. Sind alle ausverkauft. Ja, die Leute stehen schon Wochen vorher Schlangen und Karten für unser Konzert zu ergattern. Es gibt zig Sicherheitsbeamte, damit sich keiner reinschmuggelt. Und wir stehen im Scheinwerferlicht und alle jubeln uns zu. Die Mädels kreischen bei meinem Gitarrensolo. Ja, und die werfen Kuscheltiere, Rosen und all so ein Zeug. Und sie halten so Transparente, wo Kai Alafi oder sowas drauf. Die Zeitung schreibt auch noch über uns. Wir geben lauter Interviews und treten live im Fernsehen auf. Ach, ja genau, und unsere Songs sind immer unter den Top 10 der Charts. Und wir sacken lauter goldene Schallplatten ein. Ach, das wäre ein Leben. Reich, berühmt und gesiegt. Genau, da wird uns keiner mehr so doof anmachen. Da können wir uns den Arschlöchern mal richtig zeigen, was wir so drauf haben. Dann könntest du so oft zu spät zur Schule kommen, wie du wolltest, weil wir den Bäcker entlassen und uns zum Privatlehrer mieten. Ja. Ja, genau. Dann würden wir die auslachen und würden uns bewundern. Stellt euch mal vor, Alex und seine Idioten wollten Autogramme von uns. Ich würde die von unseren Sicherheitswaffen rauswerfen lassen. Oder wie echt war das sagen? Mitten in die Fresse rein. Okay. Kai! Kai! Ja, Mom? Komm runter und hilf mir die Einkäufe reintragen. Oh, ich bin gleich da. Thank you.
Schlechte Noten? Aber es hat was mit der Schule zu tun. Mal überlegen, mit wem an unserer Schule könnten die Loser Ärger haben? Oh, sorry, macht der Gewohnheit. Hat es vielleicht etwas damit zu tun, an dem Alex und seine Freunde beteiligt waren? Die Sache auf dem Schulgang. Ja, aber woher weißt du das? Sowas spricht sich schnell rum. Der Bäcker hat bei meinen Eltern angerufen und ihnen seine Sicht der Dinge geschildert. Hat er bei mir auch schon gemacht. Sie haben mich gar nicht zu Wort kommen lassen. Sie haben mich die ganze Zeit angeschrieben. Ich bin ihnen egal. Du bist ihnen nicht egal. Wenn du ihnen egal wärst, würden sie sich nicht so aufregen. Meinst du? Klar, schau mal, wenn du ihnen egal wärst, wäre es ihnen logischerweise auch egal, ob du etwas falsch machst. Sie machen sich nur deshalb so viele Sorgen, weil sie dich lieben. Sorgen? Worum? Dass du auf die schiefe Bahn gerätst, dass es dir nicht gut geht, dass du keinen Job bekommst und lauter so ein Zeug. Und woher weißt du das alles? Von meiner Mom. Von deiner Mom? Ja, ich habe mich eine Zeit lang gar nicht mit dir verstanden. Ich fühlte mich unverstanden und ungerecht behandelt. Ich habe ziemlich viele eklige Dinge zu ihr gesagt. Und dann? Dann hat es sich geändert. Und wie? Wir haben miteinander gesprochen, die ganzen aller Ruhe. Jeder hat dem anderen gesagt, wie er sich fühlt. Und ab da habe ich meine Mom viel besser verstanden. Und sie mich auch. Jetzt sind wir fast sowas wie Freunde. Ich kann dir total viel erzählen. Das klingt klasse, aber bei meinen Eltern klappt sowas nicht. Hast du es denn schon versucht? Ja. Ja, okay. Eigentlich nicht.
versuch das mal mit deiner Mutter. Ich sag dir, das klappt. Kannst du mal versuchen. Danke. Herr Schuster, bitte setzen Sie sich doch. Ach, das ist das erste Mal für Sie, nicht wahr? Bei seinem ersten Gesprächstermin ist jeder etwas nervös. Das ist ganz normal. Wissen Sie, wie ich immer zu sagen pflege, in der Ruhe die Kraft. Ich habe ja bereits mit Herrn Becker gesprochen. Er hat mir von Ihrem kleinen Ausbruch berichtet. Es war ihm, wie Sie ja sicher wissen, ein großes Anliegen, dass ich mich Ihrer annehme. Nun möchte ich aber auch gerne mal Ihre Version der Geschichte hören. Sie glauben mir doch sowieso nicht. Ach, mein lieber junger Freund, dafür werde ich doch bezahlt. Also, Sie können mir sowieso nicht helfen. Nun seien Sie mal nicht so pessimistisch, ja? Was haben Sie denn schon zu verlieren? Stimmt, was habe ich denn schon zu verlieren? Wollen Sie mir wirklich helfen? Na, selbstverständlich. Gut, dann hören Sie mir jetzt zu. Ich habe ihm zugehört. Eine ganze Stunde lang hat er ohne Pause gesprochen. Ich hatte das Gefühl, es würde ein Staudamm brechen, denn eine ganze Flut aus Worten strömte aus ihm heraus. Mir kam es so vor, als hätte er noch nie so offen mit jemandem geredet. Er erzählte von Alex und seiner Clique, Streitigkeiten auf den Gängen, Ungerechtigkeiten seitens der Lehrer, der mangelnden Zeit seiner Eltern, Psychoterror, Leistungsdruck und dem Gruppenzwang. Wenn Sie mich fragen, war er ein typischer, frustrierter, pubertierender Jugendlicher, der für sein eigenes Versagen die ganze Welt verantwortlich macht. Davon gibt es Tausende. Ich bin so froh, dass ich Ihnen das alles erzählt habe. Ich halte das einfach nicht mehr alles aus. Sie müssen mir helfen. Sie müssen etwas tun. Ich verstehe Ihre Verzweiflung sehr gut, junger Mann. Wir müssen selbstverständlich nach einer Lösung suchen. Danke. Ihnen ist ja wohl klar, dass Gewalt keine Lösung ist. Sie müssen den Kreis durchbrechen. Ja, Sie haben schon richtig verstanden. Nichts für ungut, aber Sie dürfen nicht andere für Ihre eigenen Fehler verantwortlich machen. Bitte? Fälle wie Ihre kenne ich zur Genüge. Die schulischen Anforderungen übersteigen einfach Ihre Leistung. Da ist es tiefenpsychologisch absolut klar, dass Sie mit Frust und Aggression reagieren. Sie beschuldigen andere Schüler, Ihre Eltern und sogar die Lehrer für Ihr eigenes Versagen. Vielleicht wären Sie in einer anderen Schule, an der nicht so viel von Ihnen gefordert wird, besser aufgehoben. Ich dachte, diesbezüglich, unterstütze ich Sie natürlich gern, da können Sie sich ganz auf mich verlassen. Meine Sekretärin wird Ihnen und Ihren Eltern einige Adressen geeigneter Schulen zukommen lassen. Wir können natürlich gerne noch einen Gesprächstermin vereinbaren, um über den Schulwechsel zu reden. Somit wäre Ihr Problem dann ja gelöst. Ich dachte, Sie wollten mir helfen. Es ist ganz verständlich, dass Sie jetzt einem Schulwechsel noch skeptisch gegenüberstehen. Sie haben einfach Angst vor der Veränderung, aber Sie werden sehen, das wird Ihnen gut. Woher nehmen Sie sich das Recht, mich so zu beurteilen? Haben Sie schon mal einen Blick auf meine Noten geworfen? Die sind nämlich recht gut, Sie haben nichts verstanden, überhaupt nichts. Herr Schuster, warten Sie doch. Wo bleibt er denn? Ich dachte, es wäre so nicht gut. Was weiß ich? Er war nach der Geschichte in der Schule ganz schön sauer. Verdammt, ey, warum war ich nicht dabei? Diesen Arschlöcher könnte man endgültig Garaus machen. Die Lehrerin wissen auch gleich. Herr Becker hat doch gesehen, dass Steffi mir noch helfen wollte. Ach, die Lehrer tun noch nie was. Und dann musste Steffi auch noch zur Schulpsychologin. Das ist so unfair. Warum müssen Menschen wie wir etwas getan haben, um gestraft zu werden? Ich habe vergessen, wir stehen in der Rangordnung ganz unten, ey. Und daran wird sich nichts ändern. Denk ehrlich, wir dürfen alles tun, was sie wollen. Aber so können sie doch nicht mit uns umgehen. Ja, du siehst doch, dass sie es können. Das ist nicht fair. Irgendjemand muss etwas tun. Ja. Irgendjemand muss etwas tun. Hey, worauf wartet ihr? Kommt, ich muss euch was zeigen. Komm, steht auf. Oh mein Gott, es hat geklappt. Krass, ihr müsst euch das ansehen. Es hat geklappt. Ich werde dieses Geräusch nie vergessen. Ich spürte einen Ruck. Überall war Rauch. Es wird mir klar, Stefan hat eine Bombe gebaut. Ja, bitte. Hallo Emilia, darf ich kurz stören? Ja klar, setz dich. Du hast doch noch nicht an den Schuster. Ja. Wie ist es denn gelaufen?
Du weißt doch, ich unterliege der Schweigepflicht. Ja, ich weiß, aber ich mache mir wirklich Sorgen um ihn. Ich habe schon versucht, ihn zu reden, aber ich komme nicht an ihn heran. Wirklich? Ja, er wird mir das jetzt niedergeschlagen. Ich dachte, du hast keine Zeit, dich um jeden einzelnen Schüler zu kümmern. Habe ich auch nicht, deshalb komme ich zu dir. Kannst du nochmal einen Termin mit ihm vereinbaren? Ja klar, und danach werde ich seine Eltern kontaktieren, um über gemeinsame Lösungen zu reden. Wie schätzt du ihn denn ein? Ach, frustriert, emotional verwirrt, niedergeschlagen. Das ist ganz normal in dem Alter. Dann ist es ja gut. Was ist mit dir? Mit mir? Als ich gestern ins Lehrerzimmer gekommen bin, habe ich dein Streitgespräch mit dem Direktor mitbekommen. Ach, ist einfach das System, das mich stört. Was stört dich daran? Wo soll ich denn da anfangen? Als erstes haben sich die Arbeitszeiten erhöht. Natürlich unbezahlt. Aber was mich am meisten stört, ist, dass von den Eltern immer mehr außerschulische Aktivitäten gefordert werden. Theaterbesuche, Schullandheimbesuche, ausländische Partnerschaften. Aber die denken nicht mal daran, dass wir es weder bezahlt noch Überstunden dafür bekommen. Es ist alles meine Freizeit, die ich dafür aufgeben soll. Das ist allerdings ärgerlich. Es wird zwar individueller Unterricht gefordert, aber uns nicht die Möglichkeit gegeben, ihn auch zu bieten. Manchmal frage ich mich, warum ich das eigentlich alles mache. Ich weiß genau, was du meinst. Du willst in den jungen Leuten etwas bewegen und setzt dich total dafür ein. So war ich auch damals, als ich mit meinem Job angefangen habe. Damals steckte ich voller Ideen. Ich muss zugeben, es waren einige Vorschläge dabei, die etwas verrückt klangen, aber ich steckte voller Elan. Damals kam ich in jeder Dienstbesprechung mit etwas Neuem um die Ecke. Einem Schülerstammtisch, Klassenausflügen, auf denen die Schüler gemeinsam Aufgaben lösen und all sowas. Und habt ihr was davon gemacht? Nein, es gab immer etwas, das dagegen sprach. Zu wenig Geld, mangelnde Zeit, zu wenig Interesse von Seiten der Schüler. Wirklich umsetzen konnte ich eigentlich nur Kleinigkeiten. Und irgendwann hörte ich auf, große Ideen zu haben und machte einfach meinen Job. Und jetzt, nach über 20 Jahren, merke ich immer mehr, dass ich den Kontakt zu den jungen Leuten schon längst verloren habe. Manchmal frage ich mich, ob ich überhaupt noch nachvollziehen kann, was wirklich in ihnen vorgeht. Aber genug davon. Weißt du was? Ich lade dich auf einen Kaffee ein. Das tut uns jetzt beiden gut. Und dann sagte die Müller zu mir, junge Frau, mein Unterricht ist nicht dazu da, um ihn mit Zettelchen schreiben zu verbringen. Dann hat sie dich voll erwischt? Ja, eiskalt. Und jetzt? Muss ich heute Nachmittag nachsitzen. So ein Mist, dass Lehrer ihren Unterricht auch immer so ernst nehmen müssen. Ja, verstehe ich auch nicht. Und als ob mich Wirtschaftslehrer interessiert. Als ob das das einzige Fach ist, das dich nicht interessiert. Hallo Britta. Hallo. Bist du ganz alleine hier? Ach nee, wie gut, dass du mir das sagst. Wäre mir sonst gar nicht aufgefallen. Ich dachte, du hättest vielleicht Lust. Du könntest etwas Gesellschaft brauchen. Von dir? Ja, warum eigentlich nicht? Ja, dein Wortschatz ist ja wirklich enorm. Ich wollte fragen, gehst du gerne ins Kino? Ja, total gern. Ehrlich? Was schaffst du dir denn so an? Naja, auf jeden Fall nicht diese Ballerfilme, die ihr Jungs euch immer reinzieht. Dann bist du bestimmt ein Titanic-Fan, ne? Naja, genau genommen mag ich Titanic überhaupt nicht. Wieso? Ich kann Leonardo DiCaprio einfach nicht ausstehen. Was? Selbst Epi fährt voll total auf ihn ab. Wirklich? Ich kann echt nicht verstehen, was die alle an ihm finden. Komisch. Was ist komisch? Ja, ich dachte, du wärst anders wie ihn. Weil ich mit Alex und den rumhänge? Ja. Du hast doch nicht etwa Vorurteile? Nein, hab ich nicht. Ach ja? Ich kann die mal nicht ausstehen. Naja, wenn es dich beruhigt, sieht dich auch nicht. Ach, lassen wir das Thema mal lieber. Ja, gute Idee. Ich wollte fragen, hättest du vielleicht Lust, heute mit mir ins Kino zu gehen? Karl, ich glaube, das ist keine so gute Idee. Warum? Wir könnten Titanic uns anschauen und Leonardo DiCaprio ausbuhen. Ja, ich weiß, das klingt auch echt gut, aber ich meine, wenn ich mit dir rumhänge, dann... Ich verstehe schon. Ein Mädchen wie du kannst nicht mit einem Jungen wie mir aus der Loser-Liga ausgehen. Es tut mir leid. Ich dachte, sie wäre es anders. Wen haben wir denn da? Hast du dich verlaufen? Britta, du hast doch nicht etwa mit dem gesprochen. Wir? Habe ich da gerade ein Wir gehört? Du wolltest doch nicht etwa im fremden Revier jagen. Ich habe nicht gejagt. Was ist dazwischen gelaufen? Du kennst doch die Regeln. Du weißt doch genau, wem die drei gehören. Britta gehört niemandem. Das ist eine ganz neue Töne.
Meinst du jetzt schon, ihr könnt unsere Miezen angraben? Er hat mich nicht angegraben. Er wird mich wohl kaum nach der Zeit gefragt haben. Oder habt ihr euch über die globale Erderwärmung unterhalten? Du lässt die Finger vom Ritter, hast du verstanden? Lass ihn los, es war gar nichts. Komm, Ritter, wir gehen. Lass das aber die Jungs unter sich ausmachen. Ja, aber es war doch gar nichts. Lass mich los! Da geblieben! Mach's Maul auf! Pass auf, ich sag's dir noch einmal ganz langsam, damit du voll Idiot, wie du es auch verstehst. Lass die Finger von Mutter. Bei der hast du eh keine Chance. Oh. Soll sie es nicht selber entscheiden? Schluss jetzt, du glaubst doch nicht, dass Mutter nur eine Sekunde daran denkt, sich mit jemandem wie dir abzugeben. Du bist ein Niemand und du wirst auch immer niemand bleiben. Pass mal auf, wenn du eine Freundin willst, dann versuch vielleicht meine Theater. Und noch was, in 2 Wochen ist Mutter meine Freundin. Genau, welche stehen nun mal auf Sieger und nicht auf Verlierer. Werde sie mir nehmen, ich werde mir nehmen, was du niemals haben kannst. Und wenn ich sie dann hab, dann fick ich sie richtig durch. Du kannst sie ja dann haben, wenn ich mit dir fertig bin. Du Schwein! Es wird dir noch leid tun. Schlag mich tot! Du Schwein! Hoch mit ihm! Du bist zu weit gegangen! Halt, stopp! Halt, stopp! Der Links hat genug! Jessica hat mir halt erzählt, dass die Arschlöcher das Handballspiel gewonnen haben. Seit wann interessiert dich das denn? Mir tut es doch gar nicht. Warum erzählst du es mir dann? Lass mich doch mal ausreden. Jessica hat mich auch erzählt, dass Alex ganz übel gefault wurde. Seine Nase muss irre geblutet haben. Ist sie gebrochen? Nee, leider nicht. Aber sie tut bestimmt trotzdem weh. Geschieht ihm ganz recht. Am liebsten würde ich ihm seinen Zinken selber brechen. Wird mir ja nicht im Traum einfallen, zu einem ihrer Spiele zu gehen. Mir dann auch noch zuzujubeln. Die geht mir mit schlecht, wenn ich an die denken muss. Da denk doch nicht dran. Hast du ja recht. Schön, dass ich dich anfange. Oh, störe ich euch? Ich kann auch noch eine Runde um den Block drehen. 1 oder 2. Ach Quatsch. Sag mal, wieso bist du denn so gut gelaunt? Ja. Sagen wir mal so, ich habe eine Lösung gefunden. Was hast du da? Was ist das? Flaschen? Bist du in den Falschflaschensammler gegangen? Immer mit der Ruhe. Ey, bau mal einen Stapel auf. Aye, aye, Sir. Und du holst ein Messer. Und wo brauchst du das Messer? Willst du danach mit den Flaschen werfen? Nein, ich möchte die Zitrone damit schneiden. 4 Euro wollt, darf ich Ihnen sonst etwas bringen? Ja, den Salzstreuer da hinten auch noch, bitte. Jetzt sind erstmal angestoßen. Ihr kommt schon, runter mit dem Zeug. Ist ja völlig durchgeknallt. Meinst du, wir müssen uns Sorgen machen? Ja, wenn ihr so weiter Scheiße labert, dann ja. Kommt schon, Prost. Was ist los? Ja, warte, schau dir das mal an. Wo denn? Ja, los, auf Seite 13. Kleinkaliber Modell Smith & Wesson SW99, Kaliber 45 ACP, Kapazität 9+1 Patrone, Maße 190x32x150mm, Lauflänge 108mm, Gewicht 730 Gramm leer. Boah, ist ja der Wahnsinn. Ja, hau mal lieber, wo ich die hier habe. Boah, wo hast du die her? Das war eine Pistole. Falsch, das ist eine Smith & Wesson. Krass, wo hast du die her? Die ist voll schwer. Ja, von dem Typ aus der U-Bahn. Das hat mich nur 250 Euro gekostet. Mit Patronen. Sollen wir sie mal ausprobieren? Ja, klar. Ladies first. Einfach der Wahnsinn. Sie fühlt sich so kalt und so schwer an. Strahlt so eine große Macht aus. Und dann, als ich gezielt habe, diese Wucht zurück. Hammer. Eigentlich erschreckend, wie leicht es ist, eine Waffe zu bedienen. Wow, das ist der Wahnsinn. Gieß noch mal ein. Oh Mann, ich habe die Schnauze so voll. Wem sagst du das? Ich hätte nicht übel Lust, jetzt in hier einfach Schluss zu machen. Und die ganze Scheiße ein Ende setzen. Ja, raus aus allem. Oh. Tut's noch weh? Ja. Diese Schweine. Ich wünschte, ich wäre da gewesen. Diese Wichser. Ich würde mich so gerne an ihnen rächen. Sie verprügeln, bis ihre Eingeweide rauskotzen, ey. Ihnen eine Kugel in den Kopf ballern oder sie mit einem MG wie ihren Sieg durchlöchern.
Ich will, dass sie leiden. Ich will, dass sie alle leiden. Ich will ihre angsterfüllten Augen sehen, ihre Schreie hören und dass sie sich vor Schmerzen winden. Sie sich in ihrem eigenen Blut und ihre eigenen Kotze wälzen, ey. Kai, ich kann nicht mehr. Ich halte das alles nicht mehr aus. Jeder Tag ist wie ein unüberwindbares Hindernis aus Angst, Wut, Demütigung und Schmerz. Es scheint mir, als würde es nie ein Ende nehmen. Ich kann das einfach nicht mehr. Warum soll ich nicht dem alles ein Ende setzen? Dann wäre alles viel leichter. Du hältst mich für verrückt? Oh Mann, ich bin voll im Arsch. Würdest du es für dich durchziehen? Ja. Okay, ich mach mit. Tun wir es zusammen. Glaubst du, das geht mir anders? Mir wird alles weggenommen, was mir wichtig ist. Ich werde geschlagen, gedemütigt, angespuckt. Glaubst du, ich will ehrlich so weiterleben? Nein! Dann ziehen wir es also durch? Ja, aber wir werden die ganzen Arschlöcher mitnehmen. Was? Ja, hiermit. Verstehst du? Wir machen sie platt, rächen uns. Zeigen ihnen alles heim. Was können wir denn nicht machen? Ich will, dass die Schweine kapieren. Und ob wir das können. Sie haben es nicht anders verdient. Glaubst du etwa, die hören auf, nur weil wir nicht mehr da sind? Sie werden sich andere Opfer suchen und mit ihnen dasselbe machen, wie mit uns. Das wird nie aufhören. Stimmt. Du hast recht. Wir brauchen noch eine Waffe. Und ich könnte auch eine Bombe bauen, womit wir den Wichser in den Arsch zerfetzen. Ha, gute Idee. Wir müssen alles genau durchplanen und das Zeug besorgen. Und dann machen wir das Schuh den Erdboden gleich. Aber kein Wort zu Efi. Wie halten Sie da raus? Ja. Kai, ich zieh das durch. Es ist beschlossene Sache. Ich kann es dir nicht sagen. Du würdest nicht wollen, dass ich sie tue. Du würdest es auch nicht verstehen. Aber wir sehen keinen anderen Ausweg mehr. Du wirst immer in Angst leben müssen. Die werden dich immer weiter so behandeln. Das lasse ich nicht mehr zu. Ich setze dir mein Ende. Und dann kannst du ein neues Leben anfangen. Neue Freundschaften schließen. Ja. Und alles, was dazu gehört. Hey, alles okay? Ja, schlaf ruhig weiter. Ich passe auf dich auf. Schlaf ruhig weiter. Das echt nicht mehr hören. Was denn? Handball hier, Handball da. Die ersten zwei Tage kann ich die Operieren noch verstehen, aber langsam nervt es. Ja, das kannst du laut sagen. Das sind doch keine Götter. Ich verstehe gar nicht, warum die da so ein Tipp ausdrücken. Aber du musst schon zugeben, dass du beim Endspiel richtig mitgefiebert hast. Das mag schon sein. Das fordert Alex, fand ich klasse. Ja, das stimmt. Wie er seinen gegnerischen Spieler schon Fußblatt gemacht hat. Und sein Gesicht werde ich nie vergessen, wie er sich wieder aufgerappelt hat und gar nicht mehr wusste, wo er war. Ja, das war unvergesslich. Schau mal, das Efi. Wir sind in letzter Zeit nur noch alleine. Ja, ist mir auch aufgefallen. Vielleicht hat sie es ja eingesehen. Hey Efi, komm doch zu uns. Hi, Zoe. Wo sind Stefan und Kai? Wir haben keine Zeit, die haben was zu erledigen. Ohne dich? Ja, sie meint, das wäre eine reine Männersache oder sowas. Ach, so ein Schwachsinn. Sonst macht ihr doch auch mal alles zusammen. Ich verstehe das auch nicht. Keine Ahnung, was die vorhaben. Typisch, Mann. Und du kennst dich da aus? Na logo, ich kann dir Geschichten erzählen. Du klingst ja wie meine Mutter. Spinnst du? Hey, Efi, hast du heute Abend schon was vor? Nein? Hast du vielleicht Lust, mit uns die geheimnisvolle Welt der Amelie anzusehen? Ja, klar. Okay, dann um 20 Uhr bei mir. Okay. Und was ist mit Freitagabend? Bei. Da ist doch die Handballparty. Ja, die Schule organisiert eine Party, weil wir zum dritten Mal Meister geworden sind. Kommst du? Nee, ich denke nicht. Ich halte mich mit Alex und seinen Freunden nur in einem Raum auf, wenn es wirklich nötig ist. Ach, komm doch. Ich dachte, ihr könnt sie auch nicht leiden. Warum geht sie da hin? Können wir auch nicht. Wir stehen halt auf Partys. Verzeiht mir, aber ich gehe da nicht hin. Aber heute Abend kommst du. Klar. Soll ich was mitbringen? Was zu knabbern wäre nicht schlecht. Mach ich. Wenn die Jungs halt Zeit für mich haben, dann habe ich auch keine Zeit mehr für sie. Genau, so musst du das sehen. Bis sie dich wieder einkriegen, vermixst du dich einfach mit uns. Ich hätte nie gedacht, dass man die Sachen so einfach bekommen hätte.
weißt du, wo du hingehst, ne? Ja, am besten du nimmst dann die großen Sachen mit und lagerst sie bei dir. Und ich nehme meinen Kram mit und wachst gleich alles zusammen. Ja, gute Idee. Wie lange brauchst du denn dafür? Schwer zu sagen. Ich schätze mal, sind die 3 Tage. Die sind komplizierter als die letzten. Gut. Ja, dann besorge ich halt die fehlenden Sachen. Ich bin nicht so, dass du mich das nicht mehr austragen. Ja, geht mir genauso. Hey, sag mal, hast du irgendeine Kohle für den Rest? Bin nämlich voll blank hier. Ja, mach dir mal darüber keine Sorgen. Gut. Dann sehen wir uns morgen, ne? Ja, okay, bis morgen. Ciao. Wo kommst du her? Wissen, was machst du denn hier? Wo kommst du her? Ich war in Köln unterwegs. Das habe ich gesehen. Was habt ihr gemacht? Schüttelst du mir etwa nach? Muss ich ja, du erzählst mir ja nichts mehr. Musst du denn wirklich alles auf die Nase binden? Und bis vor kurzem hast du das wohl sehr gerne gemacht. Wieso, dann hat sich das eben geändert. Du hast mir gesagt, dass du mit Kai lernen würdest. Es gibt einfach Dinge, die ich tun muss. Was für Dinge? Das kann ich dir nicht sagen. Verdammt nochmal, Stefan, ich mach mir Sorgen. Du musst dir keine Sorgen machen, mir geht's so gut wie noch nie. Ja, ich komme wohl in deinem Achtung, mir geht's so gut wie nicht mehr vor, oder was? Nein, Quatsch, es ist einfach so, es gibt Dinge, die ich verändern muss. Ja, was denn, Vater? Das kann ich dir nicht sagen. Wieso denn nicht? Akzeptierst du, ich kann's dir nicht sagen. Verdammt, Stefan, ich mach mir einfach Sorgen um dich. Warum? Das ist meine Sache. Aber du hast dich seit der Sache mit dem Schülern total verändert. Du denkst etwa, dass es okay ist, dass die meine Freunde betatschen, mich direkt behandeln und mein Eigentum zerstören? Nein, das lass mir nicht mehr gefallen. Ich habe da keinen Bock drauf. Du machst mir Angst. Meinst du, meine Eltern haben mich jemals gefragt, wie es mir geht? Ich habe meine Mutter immer gefragt und sie sagt nur, nein, ich habe jetzt wirklich keine Zeit. Lass deinen Vater in Ruhe, er ist total K.O. Niemand wollte mir helfen, niemand. Aber das reicht mir jetzt. Ich helfe mir jetzt selber und genau das auf meiner Weise. Stefan, bitte sag mir, was du vorhast. Nein, das kann ich nicht. Bitte, Stefan. Glaub mir, Effi, es ist das Beste für mich. Glaub mir, es tut mir so leid. Es tut mir leid. Es war echt geil, wie Dennis den entscheidenden Ball gehalten hat. Geil. Ja, aber es war natürlich auch sehr knapp. Ja, passt auch wieder rein. Wahnsinn, es gilt uns der Wanderpokal schon das 3. Mal in Folge. Ja. Das war einfach super. Wir haben die vom evangelischen Gymnasium einfach weggepflegt. Alter, das war so richtig krank. Voll geil, dass die Schule so viel Quatsch mitspart. Das ist ja wohl das Mindeste. Überleg mal, was nur die Schule bedeutet. So ein Sieger. Habt ihr unseren Rektor gesehen, wie er am Rand ausgeflippt ist? Der ist schier geplatzt. Ja, die Preise sind echt geil. Ja, leider sind auch die Lehrer da. Nichts ist perfekt. Ich will wissen. Britta, willst du irgendwie einfach. Bitte. Also gut, was willst du? Einen Gefallen. Und welchen? Du darfst auch weiter auf keinen Fall zu dieser Party gehen. Bist du bescheuert? Das wird richtig Hammer. Du denkst doch nicht im Ernst, dass ich mir sowas entgehen lasse. Ich weiß, dass du da hin bist, aber glaub mir, du würdest nachts dein Büro sein, wenn du nicht da warst. Ich weiß nicht. Was soll das denn eigentlich? Bist du immer noch sauer, weil wir nicht ins Kino gegangen sind, oder was? Nein, ich bitte dich einfach darum, weiter nicht hinzugehen. Und wieso nicht? Das kann ich dir nicht sagen. Geh bitte einfach nicht hin, bitte. Ich überleg's mir nochmal. Ich will, dass du mir jetzt nicht so verschrecken, dass du abends mal in die Nähe der Schule kommst. Du bist
Ja, okay, ich lasse es. Versprochen? Ja, versprochen. Danke. Ciao. Der spinnt doch. Hier, kurz mal, wer war das? Falsch verbunden. Du hast mir noch keine Ahnung gegeben. Wow. Die Party. Ach ja, ja, warum eigentlich nicht? Ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Finde ich gut, dann höre ich dich auch. Und was ist eigentlich mit mir? Sieht jetzt leer aus? Nee, das ist eine gute Idee. Wenn es sein muss. Na danke, sehr charmant. Du kannst auch alleine gehen. Heute, Dame, würden Sie mir die Ehre erweisen und mich zum Ball begleiten? Schon besser, ich nehme eure Einladung an. Na super, ja, der jeder was er will. Dann kann er Kai, ich gehe nicht mehr zurück. Es ist vorbei. Hey, Stumme, Problem gelöst.